Leute, was geht ab? Es ist Zeit für einen neuen Prank an meinem Bruder. Und zwar weiß mein Bruder gerade nicht, dass ich hier bin. Ich habe gesagt, ich bin unterwegs und ich habe gehört, der ist gerade am Duschen. Und gleich, wenn er fertig ist von der Dusche, komme ich rein durch die Tür und sage, Bro, ich ziehe wieder zurück. Ich habe es mir doch anders überlegt. Ich ziehe wieder ein und tu so, ja, ich habe die Wohnung jetzt gekündigt und sonst was. Ich muss jetzt hier heute pennen, also ich muss ab jetzt wieder hier pennen. Ich habe die Wohnung gekündigt und werde den dann, also ich werde so tun, als würde ich wieder einziehen wollen, Leute. Daumen hoch jetzt schon mal für mehr Pranks und ich bin gespannt, wie Kelvin reagieren wird, weil wir haben ja mein Bett und so schon alles weggemacht. Alles rübergetragen und ich glaube, er hat auch schon ein paar Möbel hier fürs Wohnzimmer bestellt, aber genau. Gucken, wie der reagieren wird, Leute. Kleiner Prank mal wieder. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn fertig Kelvin geduscht hat. Dann gehe ich schnell raus, nehme nochmal zwei Säcke in die Hand, damit es noch ein bisschen realistisch kommt. Dann wird der Bruder schön geprankt, Leute. Lego. Okay, Leute, Kelvin müsste jetzt gleich kommen. Ja, ich bin wieder zurück. Oder Freund? Wieso schleppst du das mit? So, wie machst du? Ich zieh wieder ein. Hey. Ja, ich hab mir das Ganze doch irgendwie anders überlegt. Ich hab die Wohnung jetzt gekündigt. Was redest du? Ich zieh wieder ein. Du hast doch schon die Couch bestellt, der Fernseher wurde. Ja, alles storniert. Hab ich alles storniert. Also ich werde das auch alles übertragen lassen diesmal. Wieso? Ich habe schon ein Umzugsunternehmen beauftragt. Und was jetzt Spaß, oder? Ich ziehe da ein. Mein Freund. Warum? Hast du schon? Ich habe die Couch schon bestellt. Hast du schon Möbel geworden? Ich mache aus dem Zimmer ein Wohnzimmer. Oh. Couch bestellt, das ist alles bestellt für das Zimmer jetzt. Ich mache mir ein Wohnzimmer daraus. Und du sagst mir das jetzt schon spontan, oder was? Ja, machen wir die Küche zum Wohnzimmer. Dann such mal eine andere Wohnung natürlich. Dann machen wir die Küche zum Wohnzimmer. Würde ich sagen. Ja klar, wo kochen wir dann? Wenn du da schläfst, kaufe ich dann mal ein Reis. Bin auch doch los jetzt, wo soll ich schlafen? Dann da bei den Eltern übergangsweise. Ja, aber irgendwann hat deine. Ihr könnt. Digga, erstmal willst du mich verarschen. Da, notfalls können wir hier noch ein Übergangsbett, aber das Bett war ja so anstrengend. Nee, heute habe ich mir überlegt, schlafe ich bei dir im Bett. Also können wir zusammen ja schlafen, ist ja kein Problem, oder? Woher der Wandel? Was ist los mit dir? Digga, wir bauen doch gerade unsere Sachen auf. Wir wollten da jetzt mal jeder den letzten Step. Wir haben es ja, ausgereiht, waren unser Leben lang bis heute zusammen. Und jetzt vor 30 nochmal, jeder eine eigene Wohnung, Erfahrung. Ja, wie so jetzt? Wieso kommt das? Warum lässt das nicht zu? Also so eine große Wohnung alleine ist halt. Du hast eine Freundin, Digga. Und so eine große Wohnung alleine ist. Wollt ihr dann mal Bett schlafen? Ist halt creepy, ist weißt du? Ist halt creepy, alleine zu schlafen. Wir gewöhnen uns an alles, ist ja alles neu. Ist es nicht für dich creepy, wenn du hier allein schläfst? Ich bin der. Nicht aus, ich denke da einfach funktionell, guten Schlaf. Weißt du, ich vermisse dieses, dass der Person da ist. Ja, also man rennt dann hier im Flur rum, man sieht sich, aber ja. Entweder wir trainieren zweimal die Woche, treffen uns. Ja, aber ich dachte mir, ja, ich kann das nicht. Wir trainieren zusammen, wir haben genug sozialen Kontakt. Ich kann das nicht. Also willst du mit 50? Alleine wohnen ist für mich doch nicht. Willst du mit 50 zusammen wohnen? Ja. Wir reden eh immer zusammen, sind immer im Austausch. Wir müssen auch immer mit dir zusammen wohnen, bis wir sterben. Verstehst du das nicht? Also, willst du das nicht? Hätte. Oder was? Wir haben jetzt einen Monat schon geplant. Jeder holt seine Räumlichkeit. Was geht da immer? Was ist, ich hab schon was geholt oder was? Ja, das machen wir in die Küche schöner. Die Küche ist Küche. Ja, schön, der kommt doch kein Bett hin in der Küche. Ja, hier im Büro oder so. Ja. Oder im Keller. Das ist niemals so einzig. Jetzt tun wir erstmal im Keller einfach. Was geht mit dir ab, Mann? Okay, ich guck mal, ist dein Bett bequem gerade? Stell dir mal jetzt ab, Mann. Was? Wie in meinem Bett? Also Decken sind im Auto, oder? Wochenende. Decken sind im Auto. Kim kommt das Wochenende. Geh mal weg. Kann ich kommen. Ich muss hier pennen. Wo soll ich? Soll ich auf Boden schlafen? Was machst du? Soll ich auf Boden schlafen? Junge, geh mal in der Freundin schlafen und such dir mal eine Wohnung wieder, Junge. Was machst du? Was machst du? Was ist das hier, Mann? Guck mal hier. Hier ein schöner Rollteppich. Ich wollte mein Wohnzimmer machen. Ja, tu mir erstmal. Wohnzimmer-Tisch habe ich bestellt. Tu mir einen Keller erstmal. Junge, was soll das jetzt? Hey, für eine Aktion. Was machst du? Du machst Pläne, ich hab hier. Wir haben beide Pläne. Ich denke auch, du baust dich da auf einmal jetzt, ich komm zurück. Die Pläne sind gecancelt fürs Erste, okay? Junge, ich
Ich muss jetzt mal gucken, wie ich klarkomme hier. Aber warum besprichst du das? Ich brauche ein Zimmer wieder. Ich habe mich voll auf dem Wohnzimmer auch jetzt gefreut, Mann. Jetzt sehe ich es auch schon. Ich habe nie in meinem Leben ein eigenes Wohnzimmer mehr. Ja, ich auch nicht. Aber es ist nicht so geil, wie du denkst. Das war ja auch ein guter Kompromiss. Es ist nicht so geil, wie du denkst. Alter, du weißt richtig, was ist mit dir? Wird sich mal langsam hier der nächste Step, wieder eigene Wohnung. Ist doch schön. Ich kann das nicht. Mal nackig hier durch die Bude, wenn. Ich kann das nicht. Und du willst jetzt hier wieder bei mir wohnen. Das denkst du nicht. Alleine wohnen geht nicht. Hast du eine Freundin, brauchst du keine Angst haben. Ja, trotzdem, die ist ja nicht immer da. Die Säcke einkuscheln. Die sind nicht immer da. Dann holst du einen Stoff-Teddy. Dann denkst du, das ist sie. Perfekt. Ja, was für Teddy eigentlich? Alexa aus! Jo. Ja, guck, Alexa will auch, dass ich wieder zurückkomme. Ja, Alexa, soll mal mit dir wohnen oder nicht? Nein. Ja, lass sie fragen. Alexa, soll Marvin hier wohnen? Ja oder nein? Das weiß ich leider nicht. Sie weiß es nicht. Okay, guck, die weiß nicht. Der hat nicht ja oder nein gesagt. Also liegt die Antwort an mir. Jeder sucht eine eigene Wohnung. Komm, jetzt haben wir schon zu lange geplant. Ja. Digga, ich hab richtig krass recherchiert, geile Möbel. Aber für die Übergangszeit muss ich trotzdem hier wohnen. Ich hab mir das Ganze vorgestellt, wenn jeder sein Wohnzimmer einrichtet, machen wir so, fragen wir den Game Master, wer hat das schönere Wohnzimmer und so. Bam, so krasse Videos. Ich kann auch im Wohnzimmer schlafen, ist okay. Für die Übergangszeit muss ich jetzt hier bleiben. Ja, Übergang ist, kann man natürlich besprechen, aber jeder soll eine Wohnung haben. Ich bin obdachlos gerade. Ja, ich lasse dich eng, Junge. Ich muss bei dir heute pennen. Guck mal, Matratze hier auf dem Boden. Zusammen in deinem Bett heute. Guck mal, Matratze da. Okay, ich brauche ein fettes Bett. Meine Matratze schaffe ich jetzt nicht alleine rüber zu tragen. Das wird schon dunkel. Das ist wirklich Heimweh, oder? Ja. Was ist es genau? Was ist das Gefühl? Also, das ist so Heimweh. Dass jemand da ist einfach. Krass, also durch die ganzen Jahre kannst du gar nicht mehr alleine. Ja. Alter, ich hab mich jetzt voll drauf eingestellt. Ich hab noch nie allein gewohnt, das geht nicht. Aber ich mach auch gerade die Erfahrung. Ja, das geht halt nicht. Erwachsen, Digga. Hau dich mal. Schlaf noch mal ein paar Nächte. So. Ja, bei dir drüber. Junge, du bist gerade wie ein Muttersöhnchen. Bist ein Brüdersöhnchen oder was? Ja. Ich finde das ja richtig süß, aber wir müssen doch mal erwachsen werden, oder? Nein, ich weiß auch erwachsen werden. Du bist 80 Jahre alt zusammen, oder? Du drehst komplett zu. Ich fühle mich echt geschmeichelt, aber. Bist du Opa sind. Ich brauche meine Ruhe. Immer zusammen, mein Freund. Ich brauche meine Ruhe. Immer zusammen. Okay. Ich brauche meine Ruhe. 10 Jahre YouTube mit dir, aber mach dich krank, Alter. Ja, okay, was hast du? Nein, aber du übertreibst, Junge. Nix aus süß und irgendwie verrückt. Nee, die Leute wollen es auch. Ja, was willst du machen? Die wollen es ja auch. Das ist eine Story, macht gerade mit meinem Bruder mit gekuschelt. Ja, ja. Junge. Guten Morgen, Leute. Hol dir mal ein King-Size-Bett und komm mal runter, Alter. Guten Morgen, Leute. Wurde im Hintergrund. Junge, Alter. Spaß. Schön. Alter, lieber an! Ja. Junge! Sag mir, wenn ich schon rüberkomme, ich heute meinen kleinen Prank. Ich war richtig verwirrt, Alter. Ja, Mann. Irgendwie so nichts, aus, kann ich sein und was geht jetzt ab? Ja, Mann. Weil ich hab mir gedacht, weil die Sachen haben wir ja bei dir hingetan. Ja. Und als ob du die jetzt zurückbringst. Ja, die hat schon am Auto, hab ich schon hochgenommen. Ach, deswegen. Ja, krass, ja. Junge. Weil voll viele schreiben. Warum zieht ihr aus? Die ist das aber. Dann hast du dir gedacht, was du. Genau, dann hast du gekommen, ja, Marsch. Ey Leute, weil ich gar keine Pranks mehr erwartet habe, ist das so voll krass. Man denkt gar nicht mehr an Pranks, weil wir machen sehr selten Pranks. Leute, Daumen hoch für mehr Pranks. Ja, aber Daumen hoch, dann kommt eine fette Racke auch von mir. Deswegen, gib Daumen hoch, zeig, dass ihr Bock habt, dann mach ich auch mal einen krassen Prank. Aber du bist heftiger, mein Freund. Machen wir einen Nap, mein Freund. Jetzt kannst du allein kommen, jetzt machen wir einen Ehrenapp. Komm, ja, dann werden sich rasieren. Leute, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wie zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Peace!